Jo, was geht ab? Ich melde mich nach 2 verdammten Jahren auch mal wieder auf diesem YouTube-Kanal und draußen ist irgend so ein Opfer, das die ganze Zeit irgendwas pusten oder saugen muss. Ich raste gleich aus, Mann. Aber scheiß drauf. Das schon wieder ich. ja, ich melde mich auch mal wieder nach 2 Jahren auf diesem Kanal. Vorab möchte ich sagen, ich habe mich umbenannt. Oh mein Gott, ich habe eine Pearl. Das ist ja so toll. Hab ich richtig getroffen? Ja, Mann. Ich will den Gap. Nein, du hast die Snowballs. Warum hat er jetzt einen Harnisch? Okay, ich bin gerade ein bisschen. Jo. Scheiß drauf, Digga. Wo ist er hin? Ah ja. Hab ich TNT? Nee, hab ich natürlich nicht. Aber ich hab Snowballs. Hi. Genau, also erstmal meine Vorschläge fürs. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand vom Dojo-Staff-Team direkt nach diesem Video irgendwas darunter schreiben könnte. Ob er mal Bock hätte, sich auf dem Discord zu treffen. Und ob er überhaupt Lust hat, ja, meine Vorschläge so weit. Das war irgendwie ein bisschen dumm, alle zu verschwenden, ne? Bumm. Ob er vielleicht irgendwie eine Motivation hätte, die Dinge umzusetzen, die ich halt vorschlage. Also meine erste Idee wäre natürlich, Spenden für das Dojo-Staff-Team oder allgemein für irgendwelche Server, Subserver zu sammeln. Ich denke mal, jeder kann ein paar Euros irgendwie unterstützen, sodass die halt Motivation haben, in Zukunft neuen Content für uns zu bringen, weil es einfach mega wichtig ist, dass es einfach, es muss einfach ein Subserver gehen, wo einfach alle haben, Bock haben zu spielen, alle Bock haben, besser zu werden. Und da gehört natürlich auch zu, also an alle Tryhards von euch, dass man den Subserver halt noob-freundlicher gestaltet. Es ist einfach so, weil die Minderheit kann höchstwahrscheinlich gut zupen. Und das, ja, damit muss man halt leben. Das ist halt so. Ey, irgendwie, was machst du denn die ganze Zeit hier, Mann? Ich will hier keinen Fokus auf Gameplay legen, ne? Aber. Oh mein Gott, warum hab ich die verworfen? Ich Idiotensohn. Ich bin natürlich ein Tryhard. Oh, ich bin natürlich kein Tryhard, Mann, scheiße. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee von mir. Ansonsten hätte ich wirklich, also von Spielmodis und von Optimierungsmöglichkeiten hätte ich tausende Ideen. Und ja, ebenfalls, ich sag mal so, wenn halt wieder mehr Leute Sub spielen, dann sind die Server halt irgendwann wieder motivierter, beziehungsweise Dojo auch motivierter, weil Monetarisierung ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil eines Servers, weil ohne Geld, was fließt, kann ein Server halt schlecht überleben. Und da hätte ich halt Millionen Möglichkeiten. Und es ist auch allgemein so. Also, habe ich dir schon mal gesagt, dass du mich aufregst? Ja, ne? Ich habe keine Kopfwips mehr. Allgemein, also zum Beispiel auf PvP-Gym gibt es ja jetzt einen neuen Modus, dass man einen UAC-Staff hat und dann mit anderen Leuten, also man hat in der Mitte halt eine Border, man hat so einen Spawn und dann kann man halt mit anderen Leuten da fighten in der offenen Map, wenn man aus diesem Spawn-Bereich rausgeht und wenn man das zum Beispiel ins Sub machen würde, das würde ja mal so heftig hardbocken. Ja, du Opfer. So, jetzt stelle ich mich kurz in die Lobby und rede nur zu Ende. Tut mir auf jeden Fall vorab schon mal leid, wenn ich irgendwie übelst gehackelt gesprochen habe und das wollte ich auch noch sagen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo natürlich da lassen würdet und ja, schreibt auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn sich ein Dojo-Team, Staff-Team oder irgendjemand, der Coder ist oder so, bei mir melden würde, weil ich weiß nicht, ich habe einfach Bock, wieder zu ein bisschen nach oben zu hauen, dass die Server richtig explodieren und Hilfe zu leisten, Videos zu machen, weil das ist so ein Geben-Nehmen-Effekt. Wenn wiederum das Dojo-Team und mehr Leute Sub spielen, dadurch kann ich halt wieder mehr Content produzieren, kann HG bringen, mehr Leute kommen wieder zurück, haben Bock, sagen, oh geil, man kann wieder HG spielen. Und das wirkt sich dann eigentlich nur positiv auf alles aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ein bisschen, in manchen Passagen ein bisschen Bullshit gelabert, aber scheiß drauf, Digga. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Schreibt was in die Kommentare. Haut da rein.